Sein Fuß kann's nicht verbergen. Udo Jürgens ist nervös. Kein Wunder, in wenigen Minuten beginnt sein komplett ausverkauftes Konzert in Wien. Jetzt wird er seine erste Platte präsentieren. Answer War, übersetzt erste Ware, gilt als das österreichische Popalbum des Jahres und Udo mit seinem Wiener Dialekt ist geradewegs auf dem Weg zum großen Star. Ich bin der Freunde Kitty und ich will das Beste für dich. Aber meine Angst hat's jetzt zwar keine gute Partie. Ich mein, versteh mich nicht falsch, ich mein's dir noch gut. Aber ich schau euch zwar schon lange genug zu. Wie du bist ja noch nicht, das ist ein Hoch und du nicht. Ich weiß noch nicht mehr, was ich ohne ihn seh. Mit wem ich zusammen bin, geht dir ein Scheiß an. Und jetzt lass mich auch noch rein und regal auf dir. Ja, also ich habe mich eh schon die ganze Zeit gefragt, wo der Hype eigentlich bleibt. Jetzt ist er da. Mit 16 beginnt er mit der Musik. Die Konditorlehre, die Jobs als Garderobier, Friedhofsgärtner und Verkäufer im Sexshop gehen vorüber. Die Musik bleibt. Mit ihr erzählt er Geschichten aus seinem Leben und solche, die er beobachtet hat. Sie sind oft abgründig, ja brutal, traurig oder skurril, manchmal komisch, aber immer authentisch. Die erste Geschichte erzählt ein kugelrunder Russ. Vor ihm steht ein halb Liter Glasl Spiritus. Voodoo ist schonungslos ehrlich, gerad raus ungemütlich. Darin liegt wohl sein Erfolg begründet, dem er selbst auch gleich Grenzen setzt. Also mir passt so viel nicht. Und wenn ich dann so vielen Leuten passen würde, dann würde man denken, dass ich irgendwas falsch mache. Und so gräbt Voodoo lieber fröhlich Tote aus, was keineswegs morbid gemeint ist. Für ihn heißt das nur, heute machen wir einfach, was wir wollen. So,